einen der vielversprechendsten Döner, vielleicht nicht sogar dem vielversprechendsten in ganz Berlin. Also nicht wenige Leute sagen, das ist der beste Döner in Berlin. Two und Six von Four am Start in Berlin. Wir testen heute die Lieblingsdöner der deutschen Rapper. Und zwar haben wir Trommelwirbel, Massivs Lieblingsdöner und den von Pashamen, aber den Undercover Berlin Lieblingsdöner von Massiv. Pashamen. Du hast Pashamen gesagt. Hab ich Pashamen gesagt? Pashamen. Pashamen. Den Undercover von Massiv. Und zwar ist es, ich sag's nicht. Ihr werdet es gleich sehen. Ich gebe zu Danny weiter. Es sind nämlich Special-Döner. Es sind Gourmet-Döner. Heute kann ich gut mitrechnen, dass der beste Döner Deutschlands geknackt wird. Haut mir euer Kommentar auch rein hier ins Video, um den Gutschein abzusahnen. So, und jetzt gebe ich an Danny weiter, der sagt uns, warum das Special-Döner sind. Willkommen zurück bei Holles kulinarischer Reise. Ihr wisst, Holle ist sehr hungrig. Deswegen besucht er heute zwei Dönerläden. Nummer 1, Imrin. Hier wird der Spieß mit Lammfett überzogen. Nummer 2, Ugur. Sogar der Rapper Massiv sagte einmal, es sei sein absoluter Lieblingsdöner. Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Holle. So, wir sind jetzt bei Imrin am Start. Imrin wird es ausgesprochen, glaube ich. Und das Geile ist, wie es Danny im Intro schon sagte, wir haben hier einen Dönerspieß, natürlich 100% self-made. Ich habe mich schon erkundigt und wir haben eine Fettschicht obendrauf mit Lamm. Man muss Lamm mögen, natürlich, aber es ist eine Lamm-Fettschicht obendrauf. Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass das ganze Fett runtertropft und wir natürlich massiv heftigen Geschmack im Döner haben. Fettgeschmacksträger, ich glaube, jeder weiß es, man braucht es nicht sagen. Und ja, ich habe hier ein paar Jungs von Imrin am Start. Ich komme mal zu euch nach hinten, ne? Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Kurz mir aber noch mal 40 plus. Ich wollte euch nur kurz drauf aufmerksam machen, die Proteinriegel wieder am Start sind. Aber lange Zeit nicht da. Holle 10 könnt ihr jetzt auch benutzen für den direkten Support an mich. 10% Rabatt. Nochmal extra drauf. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Also, hier haben wir einen Spieß, einen Riesenklopper. Guckt euch das Ding an. Man sieht halt 100%, so ein Spieß siehst du sonst nicht. Ne? Also es ist einfach, ja, für mich ist es ein außergewöhnlicher Döner einfach. Es ist nicht dieses Ding von der Stange. Fleisch sieht anders aus, Spieß sieht anders aus. Oben schön die Fettschicht. Dann wollen wir mal schauen, was der Kollege uns bei dem Döner sagt. Ein paar Einblicke hier aus dem Laden. Hier auch hier Teigmaschine am Start. Ich hoffe, die machen das Brot auch selber. Ich weiß es nicht. Frage ich mal eben. Manchmal wird ja auch nur türkische Pizza gemacht oder so. Nochmal eine kleine Ergänzung. Also wir haben Halal-Fleisch. Ist ja immer für einen Teil der Community sehr interessant. Brot wird tatsächlich eingekauft, kann aber ja sehr gut auch sein. Ne? Wenn es von der Bäckerei geholt wird, gar kein Problem. Fleisch 100% self-made. Ich denke, das haben wir alle gesehen. Jetzt geht's ans Dönerfressen. Beziehungsweise wir gucken nochmal, wie wir das Ganze zubereiten. Gleich fertig. Sumak ist da drauf. Ach, man sagt gerade, das ist Essigbaumgewürz. Sesamsoße gewählt, bisschen scharf, Zwiebeln, Tomate, Petersilie haben wir drauf. Also relativ basic, es ist nicht so heftig überladen. Finde ich gut. Also ich mag auch gerne so einen Basic-Döner in Anführungszeichen. Und jetzt wird er getestet. Es ist hart, als wir kamen. Wir sind recht früh hier. Ich glaube, um 11:30 sind wir gekommen. Alles frei. Wir sind jetzt 20 Minuten hier. Kein Platz mehr. Das heißt, ich muss jetzt im Stehen essen. Halb so wild. Verschärfte Bedingungen, aber das kriegen wir hin. Also nochmal, so sieht er aus, ne? Sehr geil von der Optik. Sehr lecker. Also erstmal Grüße gehen raus an Tom Supreme. Den Laden habe ich bei ihm im Video gesehen. Bei mir im Video? Lustigerweise. Es könnte sein, dass das Fleisch kurz gelegen hat. Er hätte gesagt, relativ trocken, glaube ich, oder trockener, als er gedacht hätte. Das hier ist, denke ich mal, weil es wirklich ganz frisch war. Ganz saftig, das Fleisch. Ganz saftig. Und relativ hohen Salzgehalt. Sag ich gleich, relativ hoch. Knuspriges Brot. Frische durch die Petersilie mag ich sehr gerne. Man merkt schon einen gewissen Fettgehalt. Ja, sag ich mal, man merkt, dass es nicht aus dem Fleisch, was ihr esst, kommt, sondern welche Zwischenlagen auch noch mit Fett extra drin sind. Also ist es ein hoher Ölgehalt, was nicht negativ ist. Ne? Schön geschmeidig, leichter Mayonnaise-Touch in der Soße. Lamm direkt, an Geschmack merke ich nichts, kann ich euch sagen. Für mich kein Geschmack drin. Bewertung am Ende des Videos, wir gehen jetzt weiter. Also zu dem
den vielversprechendsten Döner beinahe in ganz Berlin. Los geht's. So, eins muss ich noch sagen, bevor wir jetzt zum nächsten Laden gehen. Ziemlich säurelastig. Zitrone drin und dieses Sumak, also das hat ordentlich Säureflash. Das Erste, was ihr merkt, wenn ihr reinschmeckt, ist die Säure. Ich mag Säure, ne? Also Säure ist ja auch was sehr Positives, was im Essen sein kann. Und das war sehr prägnant. Speziell, ein spezieller Döner, ein außergewöhnlicher Döner für mich. So, und jetzt geht's weiter zum einen der vielversprechendsten Döner, vielleicht nicht sogar dem vielversprechendsten in ganz Berlin. Es geht zum Ugo Grill. Also nicht wenige Leute sagen, das ist der beste Döner in Berlin. Ahmed, du bist ja kein Schwein, aber also kein Ramseher, so Wildramseher, ne? Also Haller hoch 2. Ja? Das ist ja auch noch wild, Digga. Wilde Schwein. Okay. Das ist ja doppelt Haller. Ich hätte gedacht, Wildramseher ist schon wieder was anderes. Nochmal ganz kurz, ne? Alles wird selber gemacht. Brot wird selber gemacht. Soßen, Schaf, Tzatziki und Kräuter haben wir da. Das nochmal kurz zur Info. Sieht sehr speziell aus, die Soße. Sehr dunkel. Hat schon mal von der Optik einen ganz anderen Charakter. Wir gucken, wie es schmeckt. Das ist die Hauptsache. Wir bestellen den Döner. Bis gleich. Richtig schön fettig, das Ganze. Da muss richtig Geschmack drin sein. Ich nehme Schaf und Tzatziki, bitte. Magst du mir vielleicht noch sagen für die Kamera, weißt du, was für ein Fleisch das ist, was ihr benutzt? Also so, okay, aber so der Teil vom Tier? Ah, okay, okay. Ist das Halal? Ja. Okay. Salat ohne Tomaten war das. Ohne Tomaten, genau. Und Tzatziki scharf. So, also, ihr seht es jetzt hier. Relativ schmal wieder belegt. Ich sage euch irgendwie bei mir wieder mal wie bei den Frauen, ich liebe alles. Ich mag diese richtig überladenen, mit erstmal Salat runterpicken, wo man eine Gabel braucht, um den zu essen. Ich mag das gerne und ich mag aber auch sehr gerne diese kleinen Basic-Döner. Recht schmal, recht klein ist auch, sieht man vielleicht auf den Dings nicht, aber es ist ein kleiner, schöner, für mich ein Snack, beinahe. Ne? Aber sieht einfach lecker aus, einfach sehr lecker. Ich snack erstmal hier den Salat, muss hier in den Hinterhof gehen, weil da war zu laut, da war zu laut. Richtig schön mit Essig behandelt, edel. Das ist ein edler Salat. Es ist Feeling. Schön weich, schön fluffig. Ah! Lass mir was übrig, Junge. Nee. Das Erste, was mir zu dem Döner einfällt, weich, lieblich im Geschmack. Einfach perfekt ausgewogen, als hätte sich da irgendjemand hingestellt und hätte damit Feinwaage. Vom Gewürz her, von der Fettzusammenstellung, das Ganze auf Milligramm genau, damit es für den Gaumen lieblich und perfekt einfach ist. Kommt leichte Schärfe durch die Soße. Scharfe Soße, Endgegner, komplett Endgegner. Geiler Gegenspieler mit der Säure vom Salat. Und diese Lieblichkeit, nicht zu fassen. Vertraut mir, diese Lieblichkeit. Ihr wisst, wenn ihr da rein wisst, was ich meine. Das ist ja ein selbstgemachter Hackfleischspieß, ne? Da sind wir schon bei Bewertung angelangt. Den Pascha Nim. Ich hab's vielleicht falsch ausgedrückt, da muss ich mich eingestehen. Der Pascha Nim Döner. Ich sag's frei raus, ein bisschen zu viel Salz. Trotzdem sehr lecker, sehr speziell. Ölig, fett durchzogen, schöne Säure. Für mich 8 von 10 Punkten. War ein leckerer Döner. Top. Bewertung vom Ugo Grill. Es ist ein Liga für sich. Es ist ein Hackfleischspieß. Der hat einfach Klasse. Der hat Klasse für sich. Den findest du so nicht, so habe ich es noch nicht gegessen. Es ist Endgegner, die Würzung ist heftig, Soßen auf Endlevel, Brot auf Endlevel. Du kannst, glaube ich, einen Hackspieß, kannst du kaum besser machen. Du kannst ihn kaum besser machen. Also gebe diesem Döner eine 9,2 Punkte. Man kennt ja diesen Standard-Döner-Geschmack aus diesen typischen Hackfleischspießen. Nur das hier ist einfach das Gleiche, nur ein 100 Mal besser. Man träumt vom guten Döner, geht in Döner nebenan. Aber man kriegt auf einmal was Besonderes, was richtig Heftiges. Hat immer noch zugleich den Döner-Geschmack, den man kennt. Ich danke fürs Zuschauen, Leute. Hat mir sehr Spaß gemacht, das Video. Denkt an die Glocke an das Kommentar, an den Daumen oben und wir sehen uns im nächsten Video.